Those are the same ones. Yeah. Yeah. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, es sind jetzt irgendwie 3 Monate oder so vergangen, in denen ich kein Video gemacht habe. Und es tut mir echt voll leid. Vor allem, weil ich, auch wenn es jetzt vielleicht wenig klingt, aber eigentlich ist es viel, irgendwie 10 neue Abonnenten bekommen habe. Und ja, deswegen dachte ich, jetzt haben wir gerade Spring Break, also Frühlingsferien. Und dachte ich, könnte ich ja ein Video machen. Oder mehrere Videos. Also es werden jetzt mehrere Videos kommen, weil ich jetzt Zeit habe und Lust und Motivation. Und ja, also das hier ist ein Update-Video und es ist echt schwer zusammenzufassen, was in den letzten 3 oder 4 Monaten passiert ist, weil man halt es entweder so macht, dass man halt alles erzählt, was viel zu lang wäre, oder man sich super kurz fasst, was dann halt super kurz wäre. Und ich probiere irgendwie so ein Mittelding zu finden, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Wir können ja mal mit dem Wetter anfangen. In Kanada ist der Frühling angekehrt. Es ist ja auch schon April. Obwohl es hier so war, also es hat kurzzeitig im Januar ist es mal aufgetaut und dann dachten schon manche, ja, der Schnee ist weg, und ich dachte mir, nein, der Schnee ist weg. Aber dann hat es wieder geschneit und deshalb war dann noch erstmal liegen geblieben. Dann ist es aufgetaut, ich weiß nicht, ich glaube nach Mitte März aufgetaut. Dachte man, ja, Frühling. Ich wieder, nein, kein Schnee mehr. Dann kam der Schnee wieder zurück. Und dann ist er wieder aufgetaut. Und dann, als ich am 1. April aus dem Fenster geguckt habe, hat es wieder geschneit. Und im Moment ist es wieder aufgetaut. Und ich weiß nicht, ob es jetzt so bleibt oder ob es nochmal schneit oder nicht. Ja, mir wäre das eigentlich egal. Also ich wäre ja für Schnee, weil in Deutschland hat es zwar auch geschneit, aber irgendwie hat es den ganzen Winter nicht so richtig geschneit. Und da ich Schnee sehr gerne habe, könnte es auch nochmal schneien. Und im Moment durch den ganz vielen Schnee und Nicht-Schnee ist jetzt halt überall voll der Matsch und Pfützen. Und das ist halt echt lustig, weil noch ein bisschen Schnee liegt. Und dann ist halt auf der einen Seite Schnee und auf der anderen Seite Frühling. Winter. Frühling. Winter. Frühling. Hund. Frühling. Oh, und genau. Also hier sind es, ich weiß nicht, wie warm es jetzt ist, aber mein Temperaturempfinden ist schon etwas abgehärtet, denke ich. Auch wenn der Winter jetzt nicht so kalt war, weil alle sagen, oh, es war voll der milde Winter. Und zwar kann man schon, also so bei 10 Grad oder so, kurze Hose anziehen, wenn man nur kurz rausgeht oder so. Oder man muss jetzt halt bei 5 Grad keine dicke Winterjacke anziehen. Ich weiß gar nicht, wie kalt es jetzt gerade ist, aber ich habe nur ein Hoodie an und es ist eigentlich warm. Kommen wir als nächstes zum Sport. Wie ihr wahrscheinlich wisst, falls ihr meine anderen Videos geguckt haben solltet, habe ich Basketball gespielt, und zwar war die Saison 5 Monate lang. Und ja, wir hatten halt ein paar Turniere im Januar und Februar und es hat echt voll Spaß gemacht, weil also in unserer Schule gibt es ja 2 Teams, sozusagen das A- und das B-Team, und A sind halt die besseren Leute und ich bin nur im B-Team gewesen, was aber im Endeffekt gar nicht so schlimm war, weil erstens konnte ich voll lange spielen. Ich habe sogar in unserem letzten Turnier die kompletten 3 Basketballspiele alle durchgespielt, also ich hatte keine einzige Pause, was ziemlich cool war. Und dann, auch wenn wir nur 5 oder 6 Leute manchmal waren, oder beim Training waren wir manchmal nicht mal 5 Leute, manchmal waren wir nur 4 Leute, und wir haben trotzdem trainiert und das hat irgendwie so einen Gruppenzusammenhalt gebracht. Währenddessen, als das A-Team mal nur 4 Leute da hatte, die sind eigentlich so 15, wurde gleich das Training ausgefallen, wo ich mir dann so dachte, wir sind gut, wenn wir mal 4 oder 5 Leute sind. Ja, jedenfalls war die Basketball-Saison echt cool. Ich bin ein bisschen rumgekommen in Alberta. Also jetzt auch nicht so viel, aber ja, und wir haben halt manchmal in Schulen geschlafen, was eigentlich echt cool war. Auch wenn es echt unbequem ist, in Schulen zu schlafen. Und einmal konnten wir sogar in einem Hotel schlafen. Und ja, also an alle Austauschschüler, ich kann euch nur wärmstens empfehlen, in Sportgruppen zu gehen. Auch wenn ihr vielleicht nicht eure besten Freunde oder so findet. Aber ihr findet Leute, mit denen ihr was machen könnt. Und allgemein, dass ihr was machen könnt. Und auch an den Wochenenden, dass es halt nicht langweilig ist oder so. Und im Moment spiele ich Badminton. Und das ist eigentlich auch ganz cool.
Ich habe in der Schule meine Badminton-AG gehabt, aber da hat man jetzt nicht so viel gelernt. Und ich merke schon, wie ich hier besser werde. Und es ist echt cool, eigentlich auch, Badminton. Und die Saison geht jetzt noch bis Ende April. Die ist ziemlich kurz, nur irgendwie 2 Monate. Also die Badminton-Saison. Und ja, und danach könnte ich, oder überlege ich noch mal American Football spielen, so für die letzten 2 Monate. Und ja, das ist eigentlich echt cool. Also an alle Austauschschüler, was ist das Wort dafür? Beteiligt euch an Sportgruppen. Erstens, ihr lernt Leute kennen und zweitens, ihr nehmt nicht so viel zu oder ihr bewegt euch wenigstens bei dem Essen, was ihr esst. Macht das Sinn? Ja. Apropos Essen, es kommt ein Food Diary und auch wie so ein kanadischer Supermarkt aussieht und so, aber es ist echt seltsam, so Essen zu filmen und deswegen mache ich das nicht so gerne, aber ein Food Diary, also was es halt so viel Essen hier gibt, was sie hier so essen und wie so ein Supermarkt aussieht, auch wenn ich das wahrscheinlich schon gesagt habe, so ein Video wird kommen, weil das eine der Dinge war, die mich interessiert haben, bevor ich nach Kanada geflogen bin. Und deswegen wäre es auch cool, wenn ihr das wissen wollt. Mein Deutsch lässt schon nach, wie ihr seht. Obwohl heute ein guter Deutschsprechtag ist. Also, wenn ich manchmal mit meiner Familie skype, manchmal ist mein Deutsch echt schlecht und manchmal ist es besser. Genauso ist es mit meinem Englisch. An manchen Tagen ist mein Englisch perfekt und super toll und dann an anderen Tagen ist es einfach nur, okay, du bist hier schon seit 7 Monaten, wo ist dein Englisch? Ja. Überleitung, die ich nicht gefunden habe. Jetzt rede ich über Schule. Und zwar dann werfe ich jetzt mal noch so ganz random, ich weiß gerade das deutsche Wort nicht, Sachen ein, Events, die hier so passiert sind in den letzten 3-4 Monaten. Also natürlich war ich snowboarden. Zwar nicht so oft, wie ich mir erhofft hatte, aber hier ist halt so ein kleiner Skiberg in der Nähe. Und da waren wir halt manchmal snowboarden am Wochenende. Irgendwie 2 oder 3 Mal. Und auch einmal mit der Schule, also wir hatten sozusagen einen Fun Day. Und da sind wir halt mit der Schule snowboarden gegangen, was echt cool war. Und ich war sogar in Jasper snowboarden, das ist hier in den Rocky Mountains. Und dazu kommt auch noch mal ein kurzes Extra-Video, weil sonst das Video viel zu lang wird. Oh, in Jasper habe ich übrigens auch diesen coolen Pullover bekommen, Hoodie, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ah, jedenfalls finde ich den voll cool. Kann ich voll angeben in Deutschland. Jo, ich war in Kanada. Ja. Und da habe ich mir auch die Mütze gekauft, falls man die erkennen kann im Sonnenlicht. Natürlich war in Kanada auch Valentinstag. Und im Supermarkt, also wir haben hier einen Supermarkt. Wow. Jedenfalls haben die voll Valentinstag dekoriert mit Luftballons und Herzchen und Riesenregal mit Valentinsherzen und allem. Und ja, ich habe am Valentinstag Basketball gespielt. Also wir hatten ein Turnier, deswegen war das jetzt so nicht so besonders. Und am Abend sind wir am Valentinstag zu einem Bullreit-Event gegangen. Also war halt Bullenreiten, was so eigentlich echt cool war, weil die halt dann so da... Ich meine, ich glaube, ihr wisst, was Bullenreiten ist. Danach war ein Valentinsdance oder so und da ist eine Band aufgetreten und die Sängerin, also die Stimme der Sängerin kam mir schon voll bekannt vor und dachte ich so, woher kenne ich sie? Und dann ist mir klar geworden, dass ich sie schon mal gehört habe in Grand Prairie, als ich auf dem College war, für einen Tag. Und dann habe ich sie darauf angesprochen und sie meinte, ja, das bin ich, und dann habe ich mich irgendwie voll gefreut. Dann waren wir ja auch auf einem Konzert und zwar war hier so eine christliche Familienband
Also es sind irgendwie eine Familie mit 9 Kindern oder so. Aber was halt echt cool ist, dass die alle ein Instrument spielen konnten. Oder da waren noch Kleine dabei, die haben halt nur gesungen. Und das war halt echt voll cool, weil, weiß ich nicht, die haben halt echt cool gespielt. Dieses Mädchen hat zum Beispiel Geige gespielt oder die Gitarre. Und hier auch nochmal ein kleiner Einschnitt. Achso, und die Band heißt Canada's Double Portion oder so. Ja. Yeah. Awakened from my slumber with thoughts running through my mind and another thousand running through my head. Will it even really matter in the end? Als letztes wollte ich noch mal sagen, dass meine Gastfamilie echt super ist und dass ich echt froh bin, die zu haben und dass ich mich eigentlich schon voll so zu Hause fühle. Also und voll in die Familie integriert und so, was echt cool ist. Zum Beispiel mein Gastvater hat halt so gesagt, als eine Kirche denken halt manche, dass wir verwandt sind, weil er halt aus Österreich kommt und ich aus Deutschland. Und voll viele Leute in Kanada nehmen irgendwie an, dass Deutschland, Österreich und Schweiz, dass es irgendwie ein Land ist. Frag mich nicht warum. Und jedenfalls hat mein Postgast gefragt, ob ich seine Tochter bin. Und dann meinte er, nur für jetzt. Ja, das fand ich irgendwie voll cool. Und jetzt sind wir auch schon endlich beim Ende des Videos. Ich habe probiert, das Wichtigste zusammenzufassen von den letzten Monaten. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Themen sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich finde es super, dass ich jetzt schon über 50 Abonnenten habe, weil ja, das ist irgendwie voll cool, auch wenn ich jetzt die letzten 3 Monate keine Videos gemacht habe und jetzt ein schlechtes Gewissen hatte deswegen. Aber jetzt ist ein Video da. Oder 2, bald 3, 4, wie auch immer. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss! Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie Schweine. Ganz viele Schweine. Juhu! Yeah! Juhu! Yeah! Okay! Yeah! Yum! You see my foot disappear? That's mud.